Liebe YouTube-Fans, ich wünsche euch ein wundervolles... Nochmal. Liebe YouTube-Fans, wenn ihr schon wach seid, dann wünsche ich euch jetzt ein wundervolles, frohes neues Jahr 2018. Ein bewegtes Jahr 2017 liegt hinter uns. Wir haben unter anderem den silbernen Play-Button erhalten und mittlerweile sind wir schon bei fast 200.000 Fans. Und ihr wisst, was jedes Jahr an Neujahr bei uns los ist. Wir sagen euch, was in 2017 hier auf diesem Kanal so schief gegangen ist. Insofern freuen wir uns, dass ihr unsere Fans seid. Abonniert fleißig den Kanal, damit wir euch auch in 2018 jeden Tag mit neuen Rechts-News beglücken können. Jetzt aber genug der Vorrede, feuerfrei für die Outtakes 2017. Darf ich mir eigentlich als Minderjähriger meinen eigenen Schnaps brennen? Wir klären es in diesen Nutzerfragen. Mal gucken, ob das überhaupt so clever rüberkam. Ich mach's noch einmal normal, dann kannst du entscheiden, wenn das andere scheiße war, dann nicht. Uap. Bap. Läuft schon? Läuft die Aufnahme, ja? So, Micke. Ja, wir rufen etwa in 10 Minuten zurück. Hat sie auch gesorgt? So, Micke. So, Micke. Ja, wir rufen so in 10 Minuten zurück. So, Micke. Ja, wir rufen in 10 Minuten zurück. Mhm. Und wenn wir jetzt ja von Geldschulden reden. So, Micke. Ihr könnt euch das Geld dann vom Verkäufer zurückholen. Ja. Und zweitens, er konnte diesen Job auch einem anderen Unternehmen übertragen. Warte mal kurz, lass laufen. Ja. Hi. Ja. 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 Zwar hat der BGH so entschieden. Und Escobar wurde erschossen. Escobar wurde erschossen. Solmecke. Aber ihr könnt euch das Geld dann vom Verkäufer zurückholen. Ja. Was es damit auf sich hat, kläre ich in diesem Video. Oh, mach ich vielleicht nochmal. Sobald wir was Neues haben, unterrichten wir uns und euch darüber natürlich sofort. Tschüss und bis morgen. Uns. Unterrichten wir uns. Verbrecher gibt es viele, doch was sind die schlimmsten Verbrecher der Welt? Wir klären es in diesem gruseligen Video. Was war denn das hier? Das ist eine 2. Falls... Ja. Und dann ist die große Frage, inwiefern dieses... Ich sage mir nicht warum. Keine Ahnung. Auch gestanden. Auf Antrag von Max Schremp, der... Scheiße, Schrems. Ein paar lustige... Jetzt noch ein paar Jokes. Ein paar lustige, ja, Kracher. Und im Ausland ohne Rezept bezogen werden können. Viagra ist zum Beispiel so ein... Nochmal. Steffen Kunert, hallo Steffen. Hallo, Steffen ist Gesundheits... Unternehmer und Apotheker aus Köln und betreibt vor allen Dingen einen der größten Jura-YouTube-Kanäle für das Thema Gesundheit. Das kann man so sagen. Hast du versprochen? Du hast Jura-Kanäle gesagt. Ich habe einen der größten Jura-Kanäle. Der hat es aber wirklich immer schön, schönes Material. Okay. Das ist verrückt. Was Verrücktes, ne? 50 Tonnen Gurken und 10 Tonnen Bananen. Okay. Und dann schlaft ihr gut, ne? Und dann können wir nachher darüber witzeln. Dann hast du noch ganz andere Probleme, wenn du die gegessen hast. Probieren wir es mal damit. 50 Tonnen Gurken, 10 Tonnen Bananen. Ja.
möglicherweise, wenn er das Gefühl hat, systematisch überwacht zu werden und es irgendwo einen Ansatzpunkt gibt, dass er in seinen Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt wird, könnte er das Videofilmen in den Morgenstunden dir verbieten. Und jetzt ist Fox McCloud schon ziemlich spitzfindig. Er fragt nämlich, ab wann bin... Weißt du noch, wo ich so stehen geblieben bin? Jetzt warte mal kurz. Okay, da, okay. Lass mal laufen. Ich bin ein... Trotzdem stellt sich natürlich die Frage. Also, Nachbar eigene Sorgfalt. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und wie viel kommt das denn dann? Ob das fremde Werk eine eigene. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und einen schönen Abend. Bis dann und tschüss. Sagt der Onkel aus dem YouTube.